Hallo YouTube. Hier ist er wieder, euer Lipperland Diego. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Wir wollen Mischfutter machen und haben uns dann oben ein paar Bellekes mitgebracht vom Acker. Und ja, die müssen wir jetzt eben hier zum Mischfutter verarbeiten. Ist im Prinzip auch kein Hemd hochheben, wie mein Schlosser mal zu sagen pflegt. Muss halt nur gemacht werden, ne? Gut. Ist jetzt von Vorteil, wenn man nicht ganz so paddelig in der Birne ist wie der Diego, aber auch bei mir ist auch noch keine Kuh verhungert, ne? Und wenn ich das mit der Nagelschere klein schneide und hingebe, ich krieg die Kuh schon satt. So, hier, gönn dir. Die Folie machen wir nachher ab. So. Es ist übrigens im Real Life, so, das ist noch so ein blöder Beigeschmack von diesem Ballen, ne? Wohin mit dieser ganzen Folie? Ich weiß, die wird extra entsorgt, aber oh, Wahnsinn, ne? Diese Folie. Sonst würde ich auch mehr Wickelballen machen, aber ja, so als... also für Schwiegervater zum Beispiel ist das ganz wichtig, ne? Der hat ja nur ein paar Pferde, ein paar Schafe. Ja, dem wird so ein Silohaufen wird dem ja schneller warm, als dass er es verfüttern kann, das Zeug. Oh. Hab's ja gerade gesehen, zwei Heuballen sind schwerer, definitiv. Ja, ich bin faul. Eigentlich hätte man die hinten schön auf der Gabel machen müssen und so, ne? Aber, naja, hätte Wette Fahrradkette, ne? So, wir schubsen die auch beide gleichzeitig da rein. Das wird quasi ein Synchronschubser. Für die Leica. Ne? Für alles für die Leica, alles für den Club. Ist ein Träumchen. Also da kann man sagen, was man will. Ist ein Träumchen. So, halten Sie hier kurz an. Wir füttern eben die Kühe, weil die haben nämlich 0,0. Ne? Da ist nichts drin. Ist nicht schlimm. Wir haben nur 15 Kühe. Also ich glaube nicht, dass der Eimer überhaupt ganz leer wird. Ich muss mich konzentrieren, YouTube. Ich kann nicht mal sprechen. Ganz schlimm. Oh, habt ihr... Sibylle! Rakete, wa? Habt ihr das gesehen? Was die da für einen U-Turn hingelegt hat? Müsst ihr nochmal zurückspulen, müsst ihr euch nochmal angucken. Genau dann, wenn ich reinfahre in den Stall. So, als wenn sie so beim Fremdfressen erwischt worden wäre. Sagt man so, ich stehe hier nicht am Trog. Ne? Habt ihr gesehen? So, huh. Sah gut aus. Ihr Mädels, ihr pfeift doch jetzt nicht das ganze Mischfutter rein, oder? Hallo? Ich hab gedacht, wir legen noch was weg für schlechte Zeiten. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch nur 15 Kühe. Alter, die haben sich das ganze Futter reingekloppt. Mal kurz gucken. Da ist aber. Ist aber alle. Ach so. Ach, weil denen fehlte bestimmt ein bisschen Silage. Deshalb. Ja, 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 ja. So, wir machen noch eine Ladung. Wir haben ja noch alles hier quasi. Oh nein, aber da muss ich ja noch einen Strohballen holen. Wir wollen ja gleich noch einstreuen, frisch. Mit unserem Einstreumaster 3000. Keine Ahnung, wie der heißt. Stell dich mal hier mitten auf den Hof. Das ist das Einzige, was er kann. Mitten auf dem Hof stehen. So. Voller Erwartung. Ah, jetzt muss ich nochmal einen Strohballen holen. Oh, was tut man nicht alles für eine glückliche Kuh? Sagt mal ehrlich. Würdet ihr nicht auch alles für eine glückliche Kuh tun? Ich muss gleich unbedingt nochmal einen Euro nachwerfen, dass mein Sprachchip wieder völlig aufgeladen wird, ne? Ich weiß, normal kostet das nur einen Cent, aber bei mir ist es ein schwerer Fall, ne? Bei mir nimmt er nur Euro-Stücke. So, die Folie abgemacht. Fertig. Eben zwei Heu geholt und dann... Ja, dann können wir den vollen Wagen irgendwo hinstellen, ne? Ich meine, die Kühe werden noch mal einmal kurz ein bisschen dran schnuppern. Aber viel mehr wird nicht passieren.
Die neuen Ballen kommen alle übrigens in die andere Halle. Dafür habe ich die extra gekauft. Müssen wir gucken, ob ich bei Rundballen bleibe oder ob ich doch umsteige auf Quaderballen. Jetzt, wo ich den dicken Glasschlepper habe, ne? Der hat ja doch nur ein paar Ponys mehr, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie viele der hat. Aber ich glaube, der hat über 200 Ponys. Das ist schon gewaltig, ey. Was? Schwer das Heu? Er hätte es mal vernünftig aufgepiekst, wäre jetzt auch nicht so schlimm, ne? Weißt du, das kann er kaum heben, aber nur vorne auf der Gabelspitze, ne? Ich liebe es. Oh, 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 Verluste, wir haben Verluste. Oh nein, wir haben Verluste, YouTube. Kriege ich den so mit? Nee, ne? Ach komm, komm, mach vernünftig. Wir haben doch die Zeit, YouTube. Wir haben doch die Zeit. Auch in einem richtig guten Winkel rangefahren an das Ding, ne? Guck mal, passt sogar fast. Fehlen nur 3 Meter. Mann, 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 Mann. So, so in den anderen Ballen auch noch. Es läuft aber sehr gut alles hier. Kann ich nicht meckern, ey. Falsch rum, falsche Achse. So, jetzt mit Anlauf, wenn es geht. Ja, so schön. Puh, den alten Spieß da reingerammt. Junge, Junge, Junge. Ich habe übrigens, ich habe auch noch Strohballen auf dem Anhänger liegen, ne? Hm, soll ich den jetzt holen oder von oben einen? Nein, ich hole lieber von oben einen. Die da oben müssen eh weg. Ich kann ja nicht da oben immer mein Stroh einlagern. Das ist nur für Notfallstroh, also für, keine Ahnung, die sogenannte eiserne Reserve. Ist so ein Begriff aus der Buchhaltung. Eiserne Reserve und das sogenannte Tafelsilber. Davon nicht durcheinander bringen. Sind zwar unterschiedliche Sachen. Die, nein, nein, ich muss das nicht erläutern. Ist alles gut. Wir wollen ja Trecker fahren und keine Buchhaltung machen. So, gönn dir mal nur einen, oder? Wir chillen hier noch mit einem ab. Und den habe ich auch richtig mittig getroffen. Läuft. Also ich starte mit 2, werde aber nur mit einem am Hof ankommen. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich wollte noch eine Saatbettvorbereitung machen und so. Ansonsten hätte man jetzt auch durchaus noch mal 2 hinten reinpacken können. Aber wie gesagt, ich will hier auch mal fertig werden. Also mit Felder bestellen und so. Das große Tagesziel ist, Soja anzubauen für unsere Sojamilchproduktion. Damit wir Schweinefutter kriegen. Das ist der Haupttrick hier im ganzen Unterfangen. Oh, 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 oh. Hatte ich den nicht schon im anderen Thumbnail? Oh, immer dasselbe Thumbnail, ne? Schlimm mit dem Diego. Ganz, ganz schlimm. Der Erfinder des Fergies möge mir verzeihen. Ob ich heute noch mal am Hof ankomme, ich weiß es nicht so genau. Ich gebe mir noch mal Mühe. Nee, nicht. Es gab sich reglich Mühe. Hoppala. Es ist
Mann, Mann, Mann. Unser Vater würde jetzt sagen, die Bekloppten sterben nicht aus. Und dann guckt er genau hin und sitzt da Sensoren auf dem Trecker. Eieieiei. Das gibt wieder einen. So, halt mal an. Wir bringen eben nochmal so eine Messerspitze voll Mischfutter zu den Mukus. Und machen dann den Ballen auseinanderwürfler dran. Ich habe damit, glaube ich, im 17er. Also ich glaube, die Ballen kann ich an einer Hand abzählen, ne? Die ich damit auseinandergewürfelt habe. Sehr schön. Ich habe nichts anderes erwartet. So, Heike, lass es dir schmecken, ne? Ist mit Liebe gemischt, ist alles gut. Dass du vernünftig im Eiweiß bist, nicht zu viel Fett, gibt Abzüge, ne? Ist auch krass, ne? Zu viel Fett gibt Abzüge. Eiweiß muss immer hoch sein. Aber naja, lass mal das. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl auf der Map. Hab hier auch ein recht gechilltes Mod-Package so am Stissel. Also ist schon nice vom Meter 3000 hier. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Hatte der Lars den richtigen Riecher, dass mir das Ding mal kurz an zur Verfügung gestellt hat. So, tja, die alte Clip-Clap-Klappe auf. Ich weiß gar nicht, ob muss. Ich mache die einfach mal auf. Dann müssen wir die beiden erstmal separieren. Wir können nicht beide benutzen. Wir stellen dann einmal die so lange bei dem kleinen Anhänger hin. Ich hoffe, dass wir den kleinen Anhänger erstmal nicht brauchen. Der ist so zum Schweinefüttern und so, ne? Habe ich dann geplant. Hat auch schon einen kleinen Einsatz gehabt, seht ihr. Ich glaube, ich ist noch Mais drauf, ein bisschen. So ein Rest, ne, habe ich drauf gelassen. So, ich glaube, ich hätte den gar nicht aufklappen brauchen, ne? Aber irgendwas muss ich hier, ich muss das erstmal drehen, das ganze Unternehmen. Aus. Sehr schön. Und jetzt nicht bis zum Horizont, wenn es geht. Ein paar Meter darfst du, aber nicht unendlich. Sonst krieg ich dich hier in diesem Video nicht mehr rein. Ich glaube, ich hätte die Tür wirklich zulassen können, ne? Naja. Alle Anfänge schwer, YouTube. Ihr kennt das. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar. Wäre das nicht sogar zwingend erforderlich, dass die Tür zu ist? Ich glaube, man muss die nur bei Quaderballen offen machen, ne? Na, gucken mal, wie weit er wegrollt. Wenn ich den jetzt rausziehe, dann wird er sich ja verabschieden. Oh, der bleibt liegen. Hat der Diego auch noch Glück? Na, das hat unsere Mutter schon immer gesagt, hat Glück ist mit den Doofen, ey. Und ich habe so viel Glück. Ich habe teilweise. Nein, lassen wir das. So, mach schnell zu die Klappe hinten. Ich glaube, den hätte man. Oh, obwohl. Nee. Nee, der wäre da nicht. Der wäre da nicht reingegangen. Da hätte man das Vorderteil. Kann man das Vorderteil hochklappen? Sieht man da irgendeine Maus? Nee, das ist mein Frontlader. Kann ich hinten Tür öffnen? Nee. Nur wenn man hier vorne das schwarze Gitter, wenn man das hochklappen könnte, dann könnte man bei geschlossener Klappe da einen reinfeuern. Naja, so geht's auch, aber. Jetzt muss ich mal gucken, der schwenkt nach dahin. Ich muss mal eben zur anderen Seite, glaube ich, ne? Oder kann der nach hierhin auch? Hey, wir gucken mal. Wir gucken, ob er nach hierhin auch kann. Erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Das ist, wie gesagt, ich glaube, keine fünf Ballen bisher, die ich auf diese Art und Weise eingestreut habe. Muss ich den eigentlich noch irgendwie einschalten oder so? Ne, scheinbar muss ich den nicht einschalten. Wahrscheinlich muss ich nur in der Nähe vom Trigger sein. Aber normalerweise ist der Trigger da auf der anderen Seite. Das Abkippsymbol kommt. Nein, aber nicht hier. Und anmachen muss ich den ja nicht, ne? Nee. Abkippen geht auch nicht. Ja, dann müssen wir in den Trigger reinfahren, ne? Anders geht's nicht. Dieses Video wird eine Stunde Überlänge haben. Weil Diego das nicht hinkriegt.
So, oh, nicht ganz so hart ranfahren, wenn es geht. Der Melkroboter soll, wenn es geht, heile bleiben. So, weil hier ist eigentlich mein Auflösepunkt. Will er nicht. Und kann ich denn das Rohr nicht irgendwie ausklappen? Ich habe so das Gefühl, ich müsste das Rohr irgendwie ausklappen. Frontlader habe ich auch nicht. Andere Maustaste? Nee. Ich habe kein O. Ich habe kein B. X kann ich machen. X will ich aber nicht. Weil ach, hier ist ein Abkippsymbol jetzt. Ah. Oh, will er nicht. Ach, boah, das ging so schnell. Habt ihr das gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Das ging so schnell. Eiferpitch. Ah, wir gucken uns das im nächsten Video nochmal in aller Ruhe an. Für dieses Video haben sie erstmal genug, sagen sie. Wir müssen nachher noch bei den Schafen noch ein Heu vorbeibringen. Ja, und dann ist fertig, ne? Alle Tiere glücklich. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich. Diego ist draußen. Habt euch lieb.